Eine Gewässerprobe aus der Tiefe ist eine besondere Form der Flüssigprobennahme. Flüssigprobennahme aus der Tiefe? Man benötigt dafür eine Vorrichtung, mit der eine Flasche mittels eines Bleigewichts abgesenkt werden kann. Die Flasche wird erst in einer bestimmten Tiefe geöffnet. Die Flasche wird auf eine gewünschte Tiefe an einem Seil herabgelassen. Durch das Ziehen an dem zweiten Seil wird erst auf der gewünschten Tiefe der Deckel der Flasche geöffnet. Steigen keine Blasen mehr auf, ist die Flasche gefüllt. Das zweite Seil wird losgelassen, der Deckel verschließt sich wieder und die Flasche kann an dem ersten Seil heraufgezogen werden. Die Probeentnahmeflasche wird aus der Vorrichtung genommen, der Deckel abgeschraubt und die Flüssigkeit in das Probengefäß gefüllt. Auch hier ist zu beachten, dass alle Materialien in einem ersten Schritt gespült werden. Die Spülflüssigkeit wird nicht in die Entnahmestelle zurückgegossen, sondern anderweitig entsorgt. Durch wiederholtes Befüllen der Entnahmevorrichtung stets in der gleichen Tiefe wird genügend Flüssigkeit entnommen, um die 0,5 Liter Flasche randvoll füllen zu können. Die Flasche wird verschlossen. Die Flasche wird von außen mit Papiertüchern abgerieben und dabei an den Helfer übergeben. Ein Etikett wird mit Datum und der Probennummer versehen und auf die gesäuberte Flasche geklebt. Die Flasche wird lichtdicht mit Alufolie umwickelt. Die Flasche wird mit dem Probenbegleitschein in die Dekonverpackung gegeben. In der Restflüssigkeit wird die Temperatur der Probe bestimmt. -22 °C. Alle Daten werden auf dem Probenbegleitschein notiert. Zur Bestimmung des pH-Wertes wird dem Probennehmer ein Stück pH-Papier mit Hilfe einer Pinzette angereicht. Auch der pH-Wert wird in der Restflüssigkeit bestimmt. Die pH-Bestimmung erfolgt über einen berührungslosen Farbabgleich mit der pH-Farbskala. Der ausgefüllte Probenbegleitschein wird zur Probe in den Beutel gegeben. Dieser wird mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. Die Probe ist nun bereit für den Transport zum Dekontaminationsplatz und das dortige Tauchbad.